Sandra Häuser war mit ihrer Familie am Wasserspielplatz. Aber die Kinder konnten nichts damit anfangen, weil er war nicht in Betrieb. Nun, woran lag's? Ich habe mich natürlich erkundigt. Der Wasserspielplatz wird von zwei Pumpen betrieben. Immer wieder kommt es vor, dass eine der Pumpen mit Sand verstopft wird. Da kann man auch nichts dagegen machen. Sie müssen dann gereinigt werden, das dauert einen Tag. Leider, liebe Frau Häuser, war es an diesem Tag so, das tut mir leid. Aber am nächsten Tag liefen die Wasserpumpen schon wieder und seither ist der Wasserspielplatz auch wieder in Betrieb. Wir lassen ihn so, solange es irgendwie geht mit den Temperaturen. Vielleicht gehen Sie einfach nochmal hin in den Enzauenpark mit Ihren Kindern. Jetzt können Sie wieder auf dem Wasserspielplatz spielen und planschen, wie Sie Lust haben.